Ach Gott, wie Zeit ich hier verbracht habe, meine Schicht jetzt. Witzig ist, der Timer kann hier runtergehen. Aber das sieht halt eigentlich designtechnisch doch ziemlich cool aus. Hier war das genau. Hier gibt es ein Nummernfeld, das ich aber jetzt noch nicht benutzen werde. Beziehungsweise ein Einstellungsfeld. Nicht voreingenommen. So genau, man kann sich hier hinhocken und dann sieht man Sachen. Genau. Es gibt hier ein verstecktes Dingens. Ist nicht so offensichtlich. Cirrus, dein Greed macht mich, deine Gier macht mich krank. Dein Verlangen nach Reichtum und Plunder ist niemals gestillt oder niemals zufriedengestellt. Ich werde. Ich werde meinen Untertanen die Anweisung geben, dich nicht zu bezahlen. Oder deine Steuer zu bezahlen. Und du weißt, dass sie auf mich hören. Mit besten Grüßen, Eckner. Eckner. Hier ist die rote Seite, genau, die habe ich jetzt aber nicht gesucht. Wunderschön. Kann man das auch drehen? Nein. Heißt das doch irgendwas mit der Spieluhr war? Für Leute, die sich fragen, was das war. Das war keine normale Spieluhr, das ist eine Anspielung, glaube ich, auf eines der älteren Cyan-Spiel, ich glaube, Cosmic Osmo. Aber ich könnte mich auch hören. Okay, der Folterkeller. Hier ist natürlich auch ein Raum mit Gift und Verlies und das ist so ziemlich düster, wenn man drüber nachdenkt. Ist es, was ist das? Ich will nicht wissen, was es ist, glaube ich. Nichts hier weg hier. Warum hier einen Folterraum haben und dann noch einen zweiten Folterraum? Ah, hier ist ein. Oh, Spielzeug. Ich weiß nicht mehr genau, was einem das bringen sollte. Hier ist eine Spieluhr.
Okay. Ich will nicht sagen, aber... Ja, nee. Genau, hier ist der Ausgang. Geh nochmal durch. Denn ich glaube, ich muss hier in den Keller zum Lachen. Stimmt, genau. Ich glaube, man muss hier den Knopf drücken. So, es ist ein sehr schwieriges Rätsel. Nein, nicht wirklich. Dann fahre ich mal nach oben. So, zu machen, nach oben. Oder kann ich nur nach unten? Muss ich da irgendwas noch machen? Oder habe ich. Ach, ich muss näher rangehen. Das ist etwas komisch. Das war wohl kein Bug. Weißt du, dass man hier irgendwas tun konnte, musste, könnte. Ich weiß ja nicht mehr, wie das genau ging. Vielleicht auf die klassische Steuerung umschalten. Ich weiß, dass ich da irgendwas machen musste. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was tun musste eigentlich. Ja, jetzt kann ich umschalten. So. Manchmal ist es tatsächlich einfacher, wenn man so spielt. Ah, ich sehe das, okay.
Ach so, war das, genau. Bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Und ich glaube, ich schalte wieder Free Roam. Manchmal ist es halt echt angenehmer. Hey, ich hab mich rumgedreht. Dann lasse ich sagen, aha. Was hat mir das gebracht, hier diese Kombination? Und dass man hier mal die Insel auch von woanders sieht. Hätte ich das gebraucht? Nein, denn mir fiel gerade ein, dass man eigentlich zur Lösung dieses Problems... ups. Oh, man hat aber eine schnelle Seitwärtsbewegung. Ja, das ist schon... Ich muss sagen, das Design ist halt wirklich sehr schön. Also, ein bisschen krank und alles, aber sehr schön. Ups. Oh. Ich hätte auch schon bessere Zeiten gesehen. Und Texturierung. Ich weiß es schon mal, dass ich nicht so ausgerichtet bin, wie ich es vorher war. Genau, aber jetzt bin ich... nicht. Jetzt kann ich über die Planke gehen. Ich hab's nicht weit. Ja, ist fast das gleiche hoch runter. Ich glaube, ich bin richtig rum. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Leute, die fragen, man hat jetzt quasi Insel gedreht. Es gibt eigentlich
hier eine Insel, auf der wir jetzt nicht waren. Ich glaube, auf die hätte ich eigentlich gemüsst. Und hier diese Insel. Aber ich glaube, die ist nicht so wichtig, denn eigentlich muss ich bloß hier was eingeben. Ups, das war nicht das, was ich wollte. Also hier genau das. Und auf der anderen Insel wäre es das und da das. Auf einmal geht hier nämlich die Tür auf. Und man kann hier nach unten. Und hier ist nämlich wieder ein Wüstverbindungsbuch. Mit dem man nämlich wieder zurückkommt. Ich weiß, ich mache es relativ flott, obwohl ich mir jetzt zwischenzeitlich nicht mehr ganz sicher war, was ich denn eigentlich machen musste. Gut, ich habe es lange nicht gespielt und ich habe jetzt extra darauf verzichtet, auf eine Komplettlösung zu schauen, außer die Notizen, die ich mir mal gemacht hatte. Ah, gut. Still more blue pages, you bastard. Bring more. I must have some more. That's all I ask of you. Long. It's been so long since my brother, Cirrus, wrongfully imprisoned me within this book. Stupid schemes. Pretty speech. It's been. Greed, which is endless. Perfectly obvious to you. He's done evil and he has destroyed all before. Do not bring the red pages to him. Please. Not let him trick you. He believed you. He tricked our father. Na, wenn man weiß, in welche Richtung das dann geht, dann wird's interessant. So. Jetzt kümmere ich mich erstmal um. Das Zeitalter, bei dem ich mich besser etwas auskenne. Okay. Das Schiff hier hat hier oben drin ein nettes kleines Easter Egg und zwar Adam und Jamie von Mythbusters. Das ist kein Witz. Ich werde das vielleicht mal als separates Video zeigen. Man kann ja per Software, ist bei diesem Spiel etwas komplizierter. Ups, da sieht man gerade etwas. Das wurde hier so eingraviert oben drin. Das sieht man, wenn man tatsächlich einen Flugcheat benutzt, was tatsächlich möglich ist. Womöglich. Okay. Wenn man jetzt das darauf ausrichtet, bekommt man Datumsangaben. Ich möchte mal kurz nur das anhand eines Beispiels demonstrieren. Man betritt diesen Raum, schaltet das Licht aus, fleht sich in diesen gemütlichen Ledersessel, zieht diese Schaltkonsole nach unten oder auch nicht. Wunderschön, ich sehe Sterne. Und irgendwie sollte das, glaube ich, nicht passieren. Warum bin ich jetzt aufgestanden? Ich drücke hier das, ich drücke darauf. Also ich muss es runterziehen. Man bekommt Datumsangaben. Und zwar... dieser Zettel hier. Oktober... der 11.1984.
um 10.04 Uhr am Morgen. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, kriegt man hier einen Hinweis, dieses Symbol. Man könnte sich jetzt schon denken, was das für ein Sternzeichen sein könnte. Das sieht echt etwas seltsam aus. Und jetzt möchte ich mal kurz das dementsprechende Buch dazu suchen. Was ist das Buch? Nein, das ist das falsche Buch. The Stone Ship, genau. Hier sieht man, dass es ein Blatt darstellen soll. Und man kriegt drei Daten, man kriegt erst auch drei Hinweise darauf, also hat man hier zuerst mal das Blatt. Man sieht hier auch in der Mitte, dass dieses Schiff dezent versenkt ist. Habe ich da unten eigentlich... Ja, ich habe den Hebel aktiviert gehabt. Brauchen wir später nochmal. So, oh, das ruckelt dezent. Das zweite war... Die Schlange... Das dritte war die Spinne. Man merkt, dass das Schiff aufsteigt. Schon sind wir am Bord eines Schiffes. Wenn man hier jetzt die Tür öffnet, kommt man ein Verbindungsbuch, was beziehungsweise nicht nass ist. Fürs Zeitalter bin ich eigentlich jetzt gespannt, weil sie sich tatsächlich für Wettereffekte anbietet. War auch bei Realm ist das optisch Beste. Die Ladezeiten sind wenigstens ziemlich kurz, muss ich sagen. Dass es Ladezeiten gibt, okay. Kommt vor, sage ich ja nichts. Hier ist der Ausgang zu dem, ja, zum Verbindungsbuch nach Myst. Oh, das sieht gut aus. Rein vom Ding her, man kann hier die an sich drehen, wenn man es mal schafft. Es ist tatsächlich machbar. Es ist aber für die Rätsel nicht, glaube ich, wichtig. Braucht es für was anderes. Ach doch, das ist wichtig. Man muss hier rüberschauen, damit man hier hochkommt. Und man braucht hier... Man muss aus dem Turm das Wasser ablassen, dass man da hochkommt. Ups. Aber zuerst mal gehe ich hier runter, was nicht funktioniert. Ach genau, jetzt habe ich hier das Wasser ausgelassen. Das ist so ein schönes Logikrätsel.
Das ist wenigstens nett gemacht, das ist nur Logikrätsel. Ach, die Störung. Jetzt kann ich hier nämlich die Kette mit dem Schloss benutzen. Krieg hier den Schlüssel, den ich tatsächlich da oben benutzen muss. Braucht es für irgendwas, aber ich kann mich nicht mal genau erinnern, wofür. Ach stimmt, es ist um für die Beleuchtung. Im Gang. So, jetzt geht man hier mal ganz durch. Macht es nur, damit man das mal sieht, wie es da aussieht. Und ja, man sieht hier am Eck, hat man vielleicht was gesehen. Das ignoriere ich aber, denn ich möchte hier hineingehen. Ich möchte mich hier mal umsehen. Ich möchte kurz speichern. Wird jetzt die ganzen Schubladen gefüllt. Die Seite, die ich wollte. Ach komm, warum? Manchmal kann ich mich direkt umsehen, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt habe. Manchmal geht es nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Sehr stilecht. Wenn Leute sagen, ja, aber hier. Dafür brauche ich, glaube ich, nämlich mein... das Licht oder den Strom da. Ach, genau. Das ist das andere Zimmer. Und man merkt, es ist ein bisschen rustikaler. Ja. Ich weiß, ich bin doof. Manchmal ist die Störung etwas sehr seltsam. Hat die ganzen Schubladen gefüllt. Magerswitch. The ward is to locate the island of achieve every instruction for each marker turn. Everyone on position the assigned step turn the next to the. Ja, ich weiß, was da, was das zu bedeuten hat, und das wird später wichtig.
Ich kann mir den Zettel mitnehmen. Ich glaube nämlich nicht. Egal. So. Sonst gibt es hier nichts zu sehen. Muss jetzt eigentlich hier rüber. Na. Wenn man weiß, was man zu tun hat, ist relativ einfach. Aber man muss erstmal wissen, was man zu tun hat. Hier genau. Je nach Länge dieses Videos werde ich sie in mehrere Teile aufteilen, was ein bisschen praktischer dann ist. Nicht für einen Upload, aber vielleicht zum Angucken. Wenn ich vielleicht Halbstundenteile machen oder je nachdem, wie viele Teile es dann sind. Aber es ist ja relativ egal, da ich es ja eh alles zusammen hochladen werde, beziehungsweise ziemlich zeitnah. So, jetzt gehe ich hier nochmal runter. Das ist nicht das Richtige, okay. Ich weiß nicht mehr, was war das Richtige. Was war jetzt das? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So. Ich überlege gerade. Thank you.
Ich wusste es doch. Ich hatte es mir irgendwo notiert, aber ich wusste nicht mehr, wofür ich es brauche. Ich hatte mir notiert SE, also Südost. Nein, gut, eigentlich hatte ich mir notiert SO, aber was weiß. Das ist das Gleiche. Also jetzt nochmal nach oben. Das Einzige, was hier ein bisschen anders ist wie beim normalen Realmist, ist die Tatsache, dass man hier keine... Ja, wie drücke ich es aus? Wenn man gedrückt hätte, dann folgt er nicht irgendwie automatisiert den Sachen. Ja, kommen wir jetzt runter. Das sieht doch schon mal sehr hübsch aus. Ui, das ist eigentlich ein cooler Effekt. Oder glaube ich, relativ unrealistisch ist. Die Musik. Sehr schön. Wenn ich hier mal kurz... Ach, da drüben. So. Oh, das ruckelt dezent. Oh, my friend. Bring in the blue pages. I see. The Cirrus is guilty. Pray, do not release him. He will destroy me, just as he can. The innocent bystander. I've been wrongly tricked into imprisonment. Didn't you have observed his unbridled lust for riches? In the four remaining worlds. Some plot. It was almost perfect. Final blow to father. You tricked him into believing that it was I who was the murderer. I didn't murder father. Bring me the remaining. Just please. Es fehlt jetzt eine Seite. Theoretisch könnte ich ihn jetzt nicht bringen und das Spiel einfach so beenden, aber man braucht erstmal den Hinweis, woher man weiß, dass man ja die Seite braucht. So, jetzt ist es kompliziert. Das hier ist kein sehr schweres Rätsel. Man hat hier eine Kombination, die man bekommt, wenn man den Leuchtturm dreht. Scheiße, ich muss den Leuchtturm, glaube ich, drehen, damit ich, damit es freigeschalten wird. Das ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, in der Urversion war es zumindest so, selbst wenn man es nicht wirklich braucht. So. Man bekommt eine Kombination gesagt für diesen Safe. In dem Safe ist aber auch was ganz Besonderes. Bevor ich mich aber an den Safe mache, möchte ich jetzt mal kurz was anderes machen. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht. Was? Man kann hier rumgehen? Interessant, wusste ich nicht. Aber auch nicht das, was ich wollte. Man hat hier am Anfang diese dezente Nachricht bekommen mit, man sollte die Anzahl der Schalter wo eingeben. Oh, okay, jetzt ruckelt das dezent. Um eine Nachricht zu erhalten. Beziehungsweise eigentlich sollte es die Frau von Idris machen, aber egal. Wir bekommen die folgende Nachricht. Catherine, my love, I have to leave quickly. Something terrible has happened. It's hard for me to believe. Most of my books have been destroyed.
Catherine, it's one of our sons. I suspect Agnew, but I shouldn't leap to conclusions. I'll find him and Cirrus as well. Oh, I should have known better than to have left my library unchecked for so long. Well, I've removed the remaining undamaged books from the library and placed them in their places of protection. You shouldn't have to use the books until I return, but if you've forgotten the access keys, remember the tower rotation. Oh, and don't worry, Catherine, everything will be fine. I'll see you shortly. Oh, and erase this message after you've viewed it, just to be safe. Genau, dann werde ich das tun. Und man bekommt natürlich schöne Musik. Also ich finde den Soundtrack ziemlich passend dafür, dass er eigentlich nicht dafür gedacht ist, sehr Soundtrack-mäßig zu sein. Gut, jetzt mache ich mich anders. Letzte Zeitalter vom Hauptspiel. So, hier bekommt man eine Kombination. Folgende ist. Sieben, zwei, vier, wenn ich mich nicht da. Ich bin gut. Man bekommt hier ein Feuerzeug und das kann man anzünden. Ach Gott, und damit kann man hier diesen Ofen entflammen. Man dreht hier das hoch. Wenn man sich vorstellen kann, was da passiert. Also, was mir gefällt, dass die Sounds sind relativ beschleunigt. Also im Vergleich zum Originalspiel geht es etwas flotter. Genau. So. Upp. Ich will sagen, was muss ich machen? Man muss es wieder zudrehen. Gott. Beweg dich. Dass man hier nämlich reinspringen kann, wenn die Öffnung da ist. Nicht sehr sicher, weil wenn was schief bleibt, dann wird man eingequetscht. Da dies aber müßt ist und man nicht so schnell sterben kann. Was uns aber hier erwartet, das erfahrt ihr gleich sofort. Ich fange nur einen neuen Teil an, damit ich diesen Teil, teile ich in der Mitte, na gut, das werdet ihr jetzt gesehen haben. Und dann geht es bis gleich weiter. Bis gleich.